Moin, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es um die Transferaktivitäten der einzelnen Ligen. Unter anderem habe ich mir also angeschaut, welche 10 Ligen unterm Strich nach Einnahmen und Ausgaben am meisten Geld einnehmen auf dem Transfermarkt. Das sind die klassischen Ausbildungsligen. Dort werden also junge Spieler entdeckt, sammeln ihre erste Profierfahrung und wechseln dann häufig in höherklassigere Ligen. Und dafür bekommen die einzelnen Clubs eine große oder kleine Ablösesumme. Unterm Strich erwirtschaften diese Ligen dann einen positiven Transfersaldo. Typische Beispiele hierfür sind die holländische Liga, die portugiesische, die zweite Bundesliga, die zweite englische Liga und so weiter und so fort. Besonders spannend ist, dass unter diesen 10 Ligen auch eine der Top 5 Ligen mit dabei ist, nämlich die französische Ligue 1. Das liegt vermutlich daran, dass anders als in den Vorjahren Paris Saint-Germain nicht so viel Geld auf dem Transfermarkt ausgegeben hat. In Summe ist dann sogar ein positiver Transfersaldo bei rausgekommen. Warum ist das so spannend? Weil die 5 Top-Ligen eigentlich nicht unter diesen Ausbildungsligen auftauchen, sondern eher in dem anderen Ranking, nämlich der 10 Ligen, die unterm Strich am meisten Geld ausgeben, also am meisten Geld investiert haben. Da finden wir auch die 4 anderen Top-Ligen aus England, Deutschland, Spanien und Italien. Diese Ligen geben also mehr Geld aus, als sie einnehmen. Sie investieren also und wir können unterm Strich sagen, dass somit Qualität an neuen Spielern dazukommt. Wir dürfen dabei aber natürlich nicht vergessen, dass einige Top-Ligen oder einige Top-Clubs aus den Ligen auch untereinander Spieler transferieren. Also es ist auch durchaus möglich, dass das Geld von England nach Deutschland fließt, obwohl beides Top-Ligen sind. Besonders spannend in diesem Ranking ist, dass wir auch die, halte ich fest, dritte italienische Liga dabei haben. Die dritte italienische Liga investiert also mehr Geld, als sie einnimmt. Ich habe mir das etwas genauer angeguckt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die U23 von Juventus Turin so viel Geld investiert hat. Nichtsdestotrotz stellen die Top 5 Ligen alles andere in den Schatten, wenn man sich anguckt, wie viel Geld sie insgesamt in die Hand genommen haben, also wie viel Geld sie für Transfers gezahlt haben, also nur die Ausgabenseite. Ich habe mir deshalb die letzten 7 Jahre einmal angeschaut und festgestellt, dass die Top 5 Ligen ihre Ausgaben mehr als verdoppelt haben. Das waren mal 2,3 Milliarden Euro und sind in dieser Sommertransferperiode 5,5 Milliarden Euro. Das ist mehr als eine Verdopplung der Transferausgaben. Ich habe dann einmal geguckt, wie viel kumuliert, also insgesamt ausgegeben wurde von allen Top 5 Ligen. Das sind über 26 Milliarden Euro. Besonders spannend ist, dass die Premier League in allen Jahren, die ich mir angeguckt habe, am meisten von allen ausgibt. Insgesamt sind das sogar über ein Drittel dieser 26 Milliarden Euro. Und wenn wir uns nochmal an das letzte Jahr sportlich erinnern, da hat die Premier League sowohl die Finalisten der Europa League als auch die Finalisten der Champions League gestellt. Und jetzt haben sie wieder am meisten investiert. Wenn das also alles seinen Lauf nimmt, dann können wir dieses Jahr ein ähnliches Bild erwarten. Ich bin gespannt und ich weiß, dass ich dir jetzt wieder ganz, ganz viele Zahlen vorgelesen habe oder gesagt habe. Schau am besten in der Beschreibung und klick dort auf den Link zum Beitrag. Dort findest du dann alle Grafiken nochmal viel einfacher verständlich. Wenn du eher der Videotyp bist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Like da lässt und klick am besten hier oben auf das Icon und abonniere meinen Kanal bei YouTube. Darüber würde ich mich sehr freuen und sag bis dann, dein Ralf von Fußballwirtschaft.